Lukas und Mac ist direkt live vor Kiss FM. Wir werden jetzt bei Visavi vorbeischauen. Wir sind zu Besuch bei Visavi. Kiss FM. Kiss FM. Und ihr müsst wissen, heute ist Sonntag. Und diese beiden Herrschaften, wie war dein Name? Jano und Visa sind allein in diesem ganzen Gebäude. Da sind wir wie so ein verliebtes Pärchen. Gab es denn irgendwann mal früher irgendwas anderes in deinem Leben, außer die Musik, außer die Projekte? Hast du irgendwas gelernt, irgendeine Lehre gemacht, eine Ausbildung? Nö. Andere Ängste, außer sich auf der Toilette einschließen? Immer wieder Versagensängste, glaube ich. Also ich bin ein sehr zweiflerischer Mensch und bin mir auch immer sehr unsicher mit mir selbst. Und ich habe so einen komischen Perfektionismus, ich bin sehr verkopft in vielen Dingen. Und wenn ich das nicht erreiche zu einem Maß oder in einem Maß, wo ich das haben will, dann werde ich ein bisschen verrückt. So Ängste sind wie, wenn man an der Wasseroberfläche treibt, wenn man sowas runterdrücken will. So. Und vielleicht kann man das sehr geschickt so unten balancieren und immer unten halten, aber es beschäftigt einen die ganze Zeit. Und man kann zwar oben an der Oberfläche locker aussehen und so, hey, ich hab Spaß. Und man ist immer beschäftigt, die Angst da so unten zu halten. Und irgendwann wird die wieder an die Oberfläche hochkommen. Krass, ne? Sie war selber überrascht. Hast du das jetzt etwas aus dem Ärmel geschüttelt? Nee, das habe ich monatelang vorbereitet. Ich habe mir gedacht, du stellst bestimmt so eine Frage. Jetzt müssen wir auf jeden Fall erstmal einen Song von dir hören, ne? Sehr gerne. Einer meiner persönlichen Lieblingssongs von dir, Graustufenregen. Jetzt auf Kiss FM. Ja. Was guckst du so für Filme, wenn man jetzt nur so ein bisschen von deiner Musik her ausgeht? Also du als Solokünstler, da würde ich jetzt auch eher so an melancholische, düstere, vielleicht sogar fast depressivere Filme denken, um mal wieder den Hobbypsychologen raushängen zu lassen. Yeah. Ich schaue sehr viel Romcoms, Romantic Comedy. Ach, so mit Jennifer Aniston und Cameron Diaz. Genau, so. Genau. Angst. Deine neue EP, die am 11.11.2011, finde ich, ist übrigens so ein Rom-Com-Datum. Also, wenn so viele Leute heiraten an dem Datum. Ja, also ich hätte niemals gedacht, dass du dein Album am 11.11.2011 rausbringst. Also ich auch nicht, ich wollte es eigentlich viel früher rausbringen. Du wurdest genötigt dazu. Nee, aber man muss ja so große Hebel in Bewegung setzen, wenn man ein Album rausbringen will. Ich würde es ja, heute ist fertig, lass morgen rausbringen. Und ich wollte es viel früher, ich wollte es eigentlich schon Mitte des Jahres raushauen. Aber dann war ich kurz unzufrieden und dann muss man auch so das mastern und mischen und es kommen so viele Sachen irgendwie, dass sich das immer hinzieht. Und jetzt so die nächste Möglichkeit, jetzt ist es fertig und da war die nächste Möglichkeit 11.11. Dann habe ich gesagt sofort. Da ist es. Ich habe hier nämlich heimlich in meinem Computersystem eine Hook bzw. ein kleines Snippet zum Reinhören aus einem Song von Max. Ich glaube, das ist jetzt quasi mehr oder weniger eine Weltpremiere, zumindest im Radio. Mhm. Hat noch nie jemand gehört, noch nie jemand gespielt, außer mal kurz ein bisschen live. Und ich würde sagen, wir genießen das jetzt einfach, auch wenn es nur ganz kurz ist. Oh Mann, ich kann es überhaupt nicht genießen. Ich werde bestimmt verrückt, wenn ich das kriege. So. Also ich finde es ehrlich gesagt sehr perfekt, auch wenn es unperfekt heißt, aber wir hören einfach mal rein. Okay. Was für dich auch schön, das zu hören? Ich war sehr angespannt. Aber ich finde, perfekter und passenderweise ist der Song halt noch nicht mal richtig perfekt gemastert, gemischt. Dadurch klingt er vielleicht auch noch nicht ganz perfekt, aber das passt ja wiederum zu unperfekt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Du bist jetzt ganz angespannt. Wollen wir einen Song spielen, damit du dich in der Zeit beruhigen kannst? Nee, ich bin schon wieder locker. Woher kommt jetzt diese Aufregung? Es ist ja, du kannst ja nichts mehr ändern daran, oder? Ja. Jein. Also das... Das bringt mich wirklich durcheinander, so Sachen zu hören. Also erstmal ist es natürlich irgendwie persönlich, deswegen, also ich würde das niemand privat sagen, aber ich mache einen Song, der dann im Radio läuft. Und das ist ein bisschen absurd und das ist mir gerade wieder so bewusst geworden, aber das finde ich interessant und das ist sehr cool und das würde ich auch gern hören von anderen Leuten. Aber mir ist es halt natürlich, weil es um mich geht, unangenehm jetzt ein bisschen. Ich wollte trotzdem auch noch dazu sagen, dass das eigentlich so die äußerste Ecke von der EP ist, weil es wirklich eine Rap-EP ist. So, ich habe einen Track mit JW drauf, mit Bartik, mit Plan B und einen mit Tua und zwar eigentlich ist es nämlich nicht so stellvertretend für die EP. Mhm.
Aber irgendwie war es trotzdem lustig, das im Radio zu hören. Es war auf jeden Fall, ich glaube, wir gucken gleich mal, wie die Reaktionen der Menschen da draußen sind. Ich glaube, die sind wesentlich perfekter, als du dir jetzt vielleicht Gedanken machst. Du darfst jetzt einfach mal Geräusche von dir geben, als wärst du eine Katze. Vielleicht am besten auch, als wärst du natürlich direkt eine dieser Manx-Katzen. Hau rein. Fan! Ich bin Fan! Danke, das war super! Also ich habe ja gar nicht so viel erwartet jetzt hier. Max, ich danke dir sehr, sehr, dass du da warst. Ich wünsche dir alles Glück in dieser Welt und natürlich auch ganz doll mit Manx. Da ja heute Sonntag ist, gehört dir als Gast das World zum Sonntag. Vielen Dank an meine Fans da draußen. Das war schon mein Wort zum Sonntag. Ich kann leider nichts Cooles sagen. Es wurde genug unschuldiges Wort vergossen. Du hast ja heute so viele coole Sachen gesagt, oder reicht's auch? Jetzt reicht's. Jetzt ist Schluss. Nee, danke und ciao. Aus Megis FM wird jetzt wieder Kiss FM und ab 22 Uhr gibt's natürlich auch wieder das.